Hallo meine Lieben, schön, dass ihr zu mir geführt worden seid und schön, dass ihr mich gefunden habt. Ja, für alle, die mich heute das erste Mal sehen, ich verbinde mich mit Seelen. Das heißt, wenn du Fragen an deinen Seelenpartner hast oder an deine Seele oder an die Seele deiner Kinder, Nachbarn, Arbeitskollegen, Eltern, egal an welche Seele, dann brauche ich die Fragen dazu. Ich verbinde mich mit der Seele, stelle mich als Kanal zur Verfügung und spreche das aus, was die Seele dir mitteilen möchte. Das geht auch, wenn du eine Sucht hast oder immer wiederkehrende Schmerzen. Auch da reichen zwei Fragen. Was will mir zum Beispiel die Bulimie sagen? Was ist der nächste Schritt, um mich davon Stück für Stück befreien zu können? Das reicht vollkommen aus. Ja? Ich habe unten unter meinen YouTube-Videos ein Video verlinkt. Könnt ihr mal nachschauen, Live-Channeling, da seht ihr, wie ich mich mit Seelen verbinde, beziehungsweise wie ich mit einer Seele kommuniziere. Ja? Und für alle, die mich auch heute das erste Mal sehen, ich selber hatte viele Süchte, jahrzehntelang Bulimie, Magersucht, geraucht wie ein Schornstein, jahrzehntelang. Ich hatte ja extreme Kaufsucht, Liebessucht, Anerkennungssucht und. Ja, ich bin von allem befreit, von den Süchten, auch von meinen jahrelangen, jahrzehntelangen Depressionen, muss ich sagen. Und Mobbing war auch ein sehr starkes Thema, was mich im Endeffekt seit meiner Kindergartenzeit schon begleitet hatte. Ja, von allem bin ich da befreit. Ja, ich war auch 18 Jahre lang on off mit meinem Seelenpartner, mit meiner wahren Liebe, so nenne ich es ja immer mehr. Und dann hatte ich mich nach 18 Jahren für 2 Jahre vollkommen zurückgezogen, habe wirklich gesagt, es reicht mir, bin voll und ganz in mich gegangen, habe mich voll und ganz komplett geheilt. Also diese Zipfelchen, wovon ich immer rede, eben das heißt auch wirklich von den Süchten, auch die, von der Bedürftigkeit, ja, und von allem wirklich befreit und auch geheilt. Und ja, als ich dann davon befreit war, 2 Wochen später, war dann da. Und wir sind seit letztes Jahr im Juni wieder ein Paar. Ja? Und genau. Ich hatte euch ja vor vielen, vielen Wochen ein Video unten verlinkt von der Karin. Hallo liebe Karin aus Österreich. Und sie hat, also da ist die Überschrift Dualseelenwegprozess geschafft in 5 Monaten. Und sie hat mir jetzt im neuen Jahr eine neue Audio geschickt und hat auch da gesagt, Sabine Michelle, es wäre schön oder lieb oder wäre toll, wenn du das auch veröffentlichst. Das ist jetzt mein 2. Teil. Um nur kurz das nochmal zu erwähnen, also schaut es euch trotzdem unten an. Als es ihr gereicht hatte, hat sie, also wirklich gereicht hatte, wurde sie zu mir geführt und hat in 5 Monaten wirklich fast mein ganzes komplettes Angebot, was ich anbiete, öfters angenommen. Und ja, war in 5 Monaten dann auch durch, ja. Und das Schöne war ja dann, er hat sich ja dann wieder gemeldet und daraufhin hat sie mir jetzt nochmal eine Audio geschickt und ihr könnt es euch gerne anhören, ja. Also das ist auch das, was ich euch jetzt abspielen werde. Und ja, hört es euch an und seid gespannt. So, liebe Karin. Jetzt kommt dein 2. Teil, ja? Ja, hallo. Ich möchte jetzt ganz gerne einiges berichten von meinem Weg, wie ich mit Sabine Michelle gearbeitet habe. Und zuallererst, ich habe ja mit Sabine Michelle angefangen zu arbeiten. Auf meinen Seelenpartnerweg. Und bis zu dem Zeitpunkt, wo es mir dann, als ich mit ihr gearbeitet habe, dass es mir endlich gereicht hat. Und so gereicht, dann habe ich einfach Schluss gemacht und dann hat eigentlich ich kann es ja so sagen, mein 2. Weg angefangen. Und
Ich habe ja schon ein, Sabine Michel hat schon ein Video veröffentlicht, wo ich den Schritt erklärt habe, wie es dazu gekommen ist, dass es mir gereicht hat. Und jetzt möchte ich gern berichten, wie es mir weitergegangen ist. Und zwar die Zeit, ich brauchte, das sind so einige Monate vergangen, wo ich keinen Kontakt hatte. Und ja, da muss ich sagen, ich diese Zeit, ich hatte schon vorhin immer, hat es mir immer gereicht, da habe ich Schluss gemacht, aber das war anders. Denn wenn man richtig den Weg geht und sagt, so jetzt reicht's, dann fühlt man das innen wie eine Erleichterung. Ich glaube, das habe ich schon alles erklärt beim letzten Video. Und zwar, diesmal ist so gegangen, ich habe zu mir gefunden. Das bedeutet, ich habe gelernt, auf mich zu hören. Das bedeutet, mein Inneres zu hören. Und zwar, ich habe richtig unterscheiden können, was kommt von meinem Herzen und was kommt von meinem Ego. Und meine Selbstliebe und zu mir zu finden. Das war bei mir so, das hat eigentlich nur so einige Monate gedauert, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich gesagt habe zu mir, mir geht es eigentlich so gut und wenn mein Seelenpartner mich wieder kontaktiert, dann okay und sonst geht es mir ja so auch gut. Ja, und da merkte ich schon, das merkt man schon innerlich, war ich ein bisschen nervös und ich wusste irgendwo, na ich schmarrn, in mir habe ich gemerkt, jetzt ist es ruhig geworden und jetzt kommt was auf mich zu. Und ich weiß nicht wie, das habe ich einfach so innen gespürt. Und was war dann passiert? Mein Seelenpartner ich bin wieder mit ihm. Ja, kam es an die geistige Welt, hat uns wieder zusammengeführt. Und dann habe ich gemerkt, das war anders. Ich habe ihn gesehen, als ich mit ihm geredet habe. Da war alles weg. Ich war nicht aufgeregt, mein Herz hat nicht gepumpt. Es war so eine Leichtigkeit. Ja, man kann wirklich sagen, ich war bei mir und mir machte das nichts mehr. Ich habe mit ihm geredet und ich war vollkommen bei mir und es war anders. Ja, und dann haben wir uns und jetzt ist es so, dass ich habe seit einigen Wochen, eigentlich seit 2, 3 Wochen wieder Kontakt mit ihm. Er kontaktiert mich ständig und ruft an und will mich sehen. Aber ich merke jetzt, es ist auch anders geworden, denn ich bin viel locker drauf. Ich kann jetzt sagen, was ich will, was ich nicht will. Wenn er mich sehen will und es passt, dann passt's. Und sonst, wenn ich mit einer Freundin ausgemacht habe, dann sage ich ihm einfach, na du, es geht heute nicht, weil ich habe schon was ausgemacht, das hätte ich früher nie, nie gemacht. Denn früher hätte ich meine Freundin angerufen und gesagt, du, verschieben wir es, weil heute kann ich nicht und hätte ich mich mit meinem Seelenpartner getroffen. Das ist jetzt, und jetzt merke ich, jetzt ist anders, jetzt ist ein anderer Weg, den ich jetzt gehen muss. Und was ich noch sagen wollte, was sehr wichtig ist, und zwar, als ich wieder Kontakt zu meinem Seelenpartner hatte, dann hatte ich ein bisschen innerliche Zweifel. Wie soll ich mich verhalten? Mache ich es richtig? Und ich hätte ihm ja eigentlich sehr vieles vorgehalten, was er damals gemacht hat und was mir nicht gefallen hätte. Und ich hätte gesagt, so oder so. Und dann habe ich mir gedacht, Achtung, jetzt mache ich so. Ich melde mich bei Sabine Michel und
Na, schau mir mal, und ich möchte jetzt genau, weil das ist jetzt wirklich ein anderer Lebensabschnitt von mir, und zwar, ich möchte gern meine Seele befragen und die Seele von meinem Seelenpartner. Wo sind wir jetzt? Wo stehen wir jetzt? Und was hat meine Seele mir für einen Rat zu geben? Ja, das habe ich gemacht. Und das wollte ich jetzt eben sagen, dass das war ja so, so toll. Und wie gesagt, denn meine Seele hat mir genau das Gegenteil geraten, was ich gemacht hätte. Und da sieht man das wieder. Ich hätte wieder angefangen, ein bisschen aus meinem Ego zu handeln, ihm Vorwürfe zu machen, was er alles falsch gemacht hat. Und das wäre falsch gewesen. Was heißt falsch gewesen? Es ist ja nichts falsch, aber es hätte sich wahrscheinlich wieder hinausgezögert und ich wäre wieder da reingekommen, wo ich vielleicht vorher war. Aber dank den Seelengesprächen von meiner Seele wusste ich ganz genau, denn bei mir funktioniert es so, wenn ich mit Sabine Michel arbeite, und zwar mit den Seelengesprächen, wenn ich meine Seele höre, was sie mir für einen Rat gibt, dann manifestiert sich das in mir und wie das schon bei mir angekommen wäre, und ich gebe mich automatisch anders. Auch wenn mein Seelenpartner sich gemeldet hat, aber ich habe mich mit ihm getroffen, dann automatisch durch das, was mir meine Seele gesagt hat, wie ich reagieren soll, habe ich ganz eine andere Reaktion. Ich bin mehr bei mir, und ich mache das, und ich merke, ich mache das spielerisch. Denn wenn was ist, was mich zum Beispiel wie stört, dann ist es interessant, dann frage ich gleich mal die geistige Welt und frage, ja, was wollt ihr mir jetzt sagen? Ja, und dann komme ich wieder zu mir. Das ist so ein Spiel geworden. Wenn was ist, was mich vielleicht ein bisschen stört, oder ja, es ist anders geworden. Es ist eine andere Lockerheit, mit den Dingen umzugehen. Und ich habe gemerkt, es ist jetzt ein anderes Zusammenkommen. Und zwar, ich bin in mir, ich ruhe in mir, und es ist eine andere Kraft in mir. Und ich merke immer wieder, dass ich jetzt immer mehr spüre, durch diese Seelengespräche, die Verbindung mit meiner Seele. Denn wenn irgendwas was ist, und zwar was mich zum Beispiel stört oder mich irgendwo beschäftigt, dann höre ich schon automatisch meine innere Stimme, die mir zum Beispiel sagt, Achtung, du denkst jetzt vielleicht falsch, oder ja, das ist ein anderes Spürsinn, man wird mehr sensibler für die Dinge. Man nimmt sie lockerer an, und ja, ich kann nur sagen, je mehr man eben arbeitet und die Seele befragt, man wird feinfühliger, und man spürt mehr die Verbindung. Und ja, und es ist jetzt ein Näherkommen mit mir und meinem Seelenpartner auf einer ganz anderen Basis. Und ja, und jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht. Und ja, ich wollte das nur euch berichten, und wie es ist, wenn man mit Sabine Michel arbeitet, und Schritt für Schritt, ja, wie man eben so weiterkommt. Und
Jetzt lasse ich mich mal überraschen, was alles auf mir zukommt. Und ja, und ich wünsche euch allen einen schönen Start in diesem Jahr. Und alles Liebe. Und tja, wenn sich wieder was tut, dann berichte ich gerne, um euch zu zeigen, ja, wie man, ja, wenn man was investiert bei sich selber, wie man da eben weiterkommt. Und ich wünsche euch allen alles Liebe und wir hören uns. Und dir, liebe Sabine, Michelle und Karl, danke für eure Unterstützung und alles Liebe euch und tja, tschüss. Ja, meine Lieben, danke Karin, dass du das so liebevoll und so klar von dir berichtet hast. Ja? Ich hab viele wertvolle Audios bekommen von Kunden. Ich könnte jetzt die nächsten 40 Videos könnte ich wirklich das abspielen lassen. Aber eins möchte ich euch das nächste Mal noch abspielen oder übernächste Mal oder in 3 Wochen, ich muss mal schauen, auch von einer lieben Kundin aus der Schweiz. Das ist auch sehr bewegend und sehr schön, was sie alles, wo sie steht, was sie aufgrund der Blockadenlösungen auch erreicht hat. Und das möchte sie euch auch mitteilen. Und wieso mir die Videos auch so wichtig sind, also dass ich euch das abspiele, ist, weil ich einige Kunden habe, die mir dann mal schreiben, Sabine, Michelle, ich habe jetzt ein halbes Jahr gebraucht, ich hatte so Angst, um Gottes Willen eine Seelenbotschaft zu machen, die um Gottes Willen, was wird sie mir Schlimmes sagen? Und deswegen ist es auch so ein Mutmachen an euch, gerade wenn ihr spürt, dass ihr ängstlich seid oder merkt, ich will meine Seele ja befragen, aber ich habe Angst, wer weiß, was sie Schlimmes sagt. Nein, seid mutig und im Gegenteil, ja, das gibt euch Kraft und immer mehr das Vertrauen zu euch und vor allen Dingen auch Hinweise. Was will euch denn die Seele sagen, ja? Oder auch von ihm, was will seine Seele euch sagen? Das ist auch wie nochmal eine Sicherheit oder zu wissen, ah gut, da muss ich drauf achten und oder da bin ich schon, da spürt er dies, da spürt er jenes. Ihr braucht von nichts eine Angst haben, im Gegenteil. Jede Seelenbotschaft bringt euch wirklich weiter, ich kann es nur so sagen. Und auch die Blockadenlösung, einige haben auch schon gesagt, Sabine, Michelle, da muss ich nichts mehr heilen. Ich habe doch bei meinen Eltern auf jeden Fall, da ist alles verziehen. Aber wir gucken mal, was sich da sonst noch zeigt. Ja, und dann hat sich echt, ich kann wirklich sagen, bei jeder Blockadenlösung wirklich gezeigt, dass die Themen, was in der Kindheit waren, wo manche gemeint haben, da ist schon alles bereinigt. Da war noch ganz schön was. Und die Kunden haben dann auch immer gesagt, wirklich immer gesagt, ich habe echt gedacht, ich habe das schon gelöst und es wäre vergeben und es wäre verziehen. Aber da war doch noch ganz schön was. Und das war genau dieses tiefe Zipfelchen, wie ich es immer nenne, was dann gelöst worden ist. Aber wo die gar nicht alleine hingekommen wären, wo was normal ist, es gibt Dinge, da kommt man alleine einfach nicht hin, weil die so abgespalten sind, weil die so tief verdrängt sind. Da denkt man nicht dran. Das ist so unbewusst. Ja? Und von dem her kann ich nur sagen, traut euch wirklich. Und ihr lest ja auch in den Kommentaren von vielen Kunden, ups, da gibt es Geräusche, wie die Blockadenlösung auch weiter, einen weiterbringen, was da gelöst werden kann. Ja? Damit ihr wirklich wie so ein Quantensprung weiter nach vorne kommt. Ja, und auch die 4-Schritt-Anleitung bekomme ich immer wieder so tolle Feedbacks von den Kunden halt per WhatsApp, die mir schreiben, wow, das hat sich gelöst, da bin ich klarer, da bin ich leichter, der Seelenpartner hat sich gemeldet oder die, ja, Seelenpartner, wahre Liebe, Dualseele, ja, euer Schatz hat sich gemeldet. Und ja, das geschieht einfach, weil ihr seid bei euch, ihr arbeitet an euch und das ist dann wirklich das Wertvolle. Okay? So, meine Lieben. Ja. Wenn ihr
Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch. Ach, was ich noch sagen wollte, wenn ihr eine Seelenbotschaft buchen wollt oder Blockadenlösung, bitte schaut unter meinen YouTube-Videos nach. Ich habe alles genau beschrieben. Oder die Videos, wo ich jetzt unten reingestellt habe, Live-Channeling, wie ich mich verbinde. Eben von der Karin, den ersten Teil, könnt ihr unten auch lesen, ja? Oder euch anhören. Dualseelenwegprozess geschafft in 5 Monaten. Das ist der erste Teil. Und jetzt habt ihr den zweiten Teil gehört, ja? Hört es euch an. Und eben, wenn ihr eine Seelenbotschaft wollt, bitte dann schaut unten nach ihr. Da steht alles, was ich dann wirklich brauche. Ihr könnt mir das dann alles per WhatsApp einfach schreiben, ja? Und weil das ist für mich so anstrengend. Manche schreiben, hallo Sabine, Michelle, ich habe dich auf YouTube entdeckt und es ist wunderbar und faszinierend. Ich will gerne eine Seelenbotschaft. Was brauchst du? Oh, es ist anstrengend, weil ich habe so viel zu tun. Dann muss ich es jedem immer wieder einzeln erklären und mitteilen. Und deswegen, ihr macht es mir wirklich einfacher und euch ja auch. Ihr wisst es dann gleich. Lest unten, es ist so einfach, was ich brauche. Schaut unten nach, ja. Das sind die 3 kurzen, klaren Fragen, die ihr mir aufschreiben könnt per WhatsApp oder Telegram, die ihr an ihn oder an euch habt. Dann natürlich der Name, wenn es nicht von euch ist, der Name von seiner Seele. Dann kurze Info, wo ihr gerade steht, was bei euch Thema ist. Das reicht schon. Ja? Und wunderbar, dann habe ich das schon mal und dann läuft es. Okay, oder Blockadenlösung, steht unten alles drin, auf was ihr achten dürft, wie die Preise sind. Ja, und bei den Blockadenlösungen bitte, ich bin fast bis Ende Februar schon ausgebucht. Vereinzelt sind noch Vormittagstermine frei in der letzten Februarwoche und im März rein geht es auch schon. Und dass ihr das einfach wisst, weil ich kann nur 2 Blockadenlösungen am Tag machen, also vormittags, weil das energetisch so kraftvoll ist, auch für mich, das ist so, kostet so viel Kraft. Ich will gute Arbeit machen und deswegen, die Termine sind ausgebucht. Ja, also, wie ich es gerade gesagt habe, so findet ihr dann noch vereinzelte Termine, aber es kommt darauf an, wann ihr halt einen Termin möchtet. Ja, was wollte ich noch sagen? Ja, danke für die SOS-Gespräche, die ihr bucht. Ich finde es so toll, wenn sich euer Seelenpartner meldet und es kommen viele Anfragen im Moment. Was heißt im Moment? Eigentlich seit 2, 3 Wochen. Sabine Michelle hat sich gemeldet. Bevor ich ihm jetzt schreibe, hast du 15 Minuten Zeit? Ich brauche ein Gespräch bei dir, weil ich weiß nicht, was ich machen soll. Wow, also das läuft ohne Ende und danke. Also finde ich echt klasse und ja, bringt euch ja super toll weiter und dann werdet ihr auch das Richtige antworten, ja? Oder auch nicht antworten, je nachdem, was wir 2 kommunizieren. Jeder steht ja woanders und bei jedem ist es anders, wie er sich verhalten muss, aufgrund seiner Geschichte. Das ist immer wieder, es gibt da kein Patentrezept, okay? Dass ihr das wisst. So, ihr Lieben, so, also, Daumen hoch, würde ich mich freuen, wenn es euch natürlich gefallen hat, dass ihr mich weiterteilt. Energieausgleich würde ich mich so sehr freuen. Und ich möchte mich auch für den Energieausgleich bedanken. Und ja, hab euch lieb. Liebe Grüße von Karl, soll ich euch sagen. Ja, bis bald. Eure Sabine Michelle. Tschüss.